Am Döberrheiner Hörsaal ist noch Platz, jede Menge Platz. Über der Gedenktafel von Borodin ist ein Platz reserviert für Anton Geuter. Denn an der Alma Mater Jenensis haben nicht nur Dichter und Philosophen gewirkt, sondern auch großartige Naturwissenschaftler. Die Gedenktafel für Geuter stellte das Chemieinstitut heute vor. Der Matrikeljahrgang 59 stiftet sie. Ja, einfach um die Erinnerungen auch an Chemiker hier im Jenaer Stadtbild etwas aufzuwerten. Die Chemiker sind da relativ schwach vertreten. Und warum nicht andere Leute schon auf diese Idee gekommen sind, das weiß ich nicht. Es hängt letzten Endes damit zusammen, dass im vorigen Jahr eben zum Universitätsjubiläum viele neue Tafeln errichtet worden sind und kein Chemiker dabei gewesen sind. Aus der Matrikel 59 sind einige bekannte Dozenten hervorgegangen, die nach ihrem Studium weiter in Jena unterrichtet haben, wie Dr. Arno Martin. Auch Anton Geuter hatte seinerzeit Generationen von Studenten an der Uni Jena geprägt. Aus den Berichten seiner direkten Schüler, seiner Doktoranden, geht also hervor, dass er selbst ein ganz hervorragender Experimentator gewesen ist, der also seine Vorlesungsversuche selbst gemacht hatte, ohne Assistenz, und ein ausgesprochen strenger Beurteiler der Arbeiten seiner Studenten. Und das immer wieder betont wird, er hat sich nicht nur um die fortgeschrittenen Studenten gekümmert, sondern auch um Anfänger. Und alle, die diese harte Schule hinter sich gebracht haben, waren des Lobes voll über diese gute Ausbildung, die sie da genossen haben. Arno Martin besucht ehemalige Kollegen. Der 69-Jährige ist seit 3 Jahren in Rente, hat inklusive eigenem Studium 42 Jahre und einen Monat an der Uni Jena verbracht. Chemie zu studieren ist für ihn ein geistig und körperlich anstrengender Job, auch wenn sich die Zeiten geändert haben. Er erzählt, dass man früher für seinen Arbeitsplatz nur 5 abgezählte Kacheln nutzen durfte. Die Arbeitsbedingungen waren damals mit Sicherheit wesentlich schlichter. Vielleicht, also nicht ganz so wie zu Geuters Zeiten, aber kein Vergleich mit den neuen sanierten Gebäuden hier im Döberrheiner Hörsaal oder in der organischen Chemie. Die Studenten haben mehr Platz. Sie haben natürlich, das muss man auch dazu sagen, nicht mehr ganz so viel Praktikum wie zu meiner Zeit. Und mit den 5 Kacheln, die man für seinen Arbeitsplatz hatte, da würden heutzutage sicher die Studenten lachen über so etwas. Es gab Zeiten, wo ich nicht gerne hier ins Institut gegangen bin, weil dann irgendwelche Dinge auf mich gewartet haben, die sehr unangenehm sind. Aber seit der Wende habe ich ausgesprochen gerne gearbeitet, es hat mir Spaß gemacht und habe die Arbeit auch nie als Last empfunden. Auf das neu gebaute Chemieinstitut freut sich Arno Martin schon, schießt regelmäßig Fotos von den Baufortschritten. Dort werden sich die Bedingungen für die Studenten verbessern. Arno Martin hofft, dass auch die neueren Jahrgänge auf die Idee kommen, die Chemie in Jena zu würdigen und publik zu machen. 2 Matrikeljahrgänge haben sich schon auf einer Bank verewigt. Inzwischen hat Arno Martin den Hausmeister entdeckt, dem er gleich die Gedenktafel überreichen kann. Denn am 20. Oktober soll die Tafel im Rahmen eines kleinen Festaktes am Döberrheiner Hörsaal angebracht werden.